Ja, hallo und wieder herzlich willkommen zur Wissenslust. Und heute nehme ich euch mal mit, kurz in meinen Garten zu dem Klettenlabkraut, was man eigentlich immer rausreißt im Garten, aber was auch viele Funktionen hat. Ich nehme euch aber mal auf den Rundgang gerade mit. Und hier seht ihr meinen schönen Holunder. Und auch da gucke ich jetzt gerade mal, dass wir vielleicht schon ein paar Fruchtansätze sehen. Ah, mal gucken, ob ich euch das so gut zeigen kann. Ich glaube, so, dann kann man es sehen. Hier zwischen ist es also. Seht ihr? Da sind die Fruchtansätze. Ja, schauen wir mal, was so draus wird, ne? Dann nehme ich euch natürlich gerne mit und zeige euch jetzt, wie weit mein Gemüsebaum ist. Das ist der chinesische Gemüsebaum, auch Maggi-Baum genannt. Und ihr seht, da kommen so langsam schön die frischen Blätter. Und die könnte man jetzt schon gut essen. Also alles, was ganz frisch rauskommt, kann man ganz wunderbar schon essen. Und ich lasse hier, guck mal, er kommt hier unten, hat er auch wieder. Gucken, ob wir das hier so hinkriegen. Nee. Doch hier. Da kommt Frisches. Das kann man mal so ein bisschen schlecht so sehen mit der Kamera. Nehme ich euch mit. Jedenfalls freue ich mich darauf sehr und das lasse ich erstmal ein bisschen bekommen. Jetzt zeige ich euch mal das Schirrkraut. Das ist ja auch eine wunderbare Bienenweide. Und das kann man ja für so einige Sachen nehmen, auch wie für Warzen bzw. Gegenwarzen. Aber sollte man natürlich auch immer vom Vollmond zum Neumond machen. Hier ist der Baldrian am Kommen. Da freue ich mich sehr. Ich liebe nämlich den Geruch sehr. Es gibt einige Leute, die sagen, der riecht oder der stinkt wie Katzen. Das kann ich nicht sagen. Ich liebe den sehr. Und jetzt nehme ich euch noch mal mit zu dem Spaltkörbchen. Schisandra, hatte ich euch schon gesagt. Uweizi und ich sage euch, das duftet, das ist so wunderschön. Und da gibt es dann diese roten Trauben dran, die so ähnlich dann aussehen wie bei den Johannisbeeren. Und was auch eine große Pflanze zur Heilung ist, unter anderem auch für die Augen, was wiedergeben kann. Das zeige ich euch dann mal oder werde ich euch erzählen. So, erstmal zu diesem. Guckt mal, das ist so schön, da kann man so toll belaubt dann drunter sitzen. Und da wir ja auch mal Meditationen hier machen werden, also die biete ich ja dann wieder an mit den Kristallen. Das zeige ich dann aber auch noch mal. So, hier noch mal der sieben Söhne des Himmels Strauch, den hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Der Flieder weiß und in rosa ist so langsam aber sicher im Kommen. So, wie weit ist denn meine Indianerbanane, die Pau-Pau? So, das ist mit der gar nicht so einfach, weil die hat noch keine Insekten hier bei uns, die sie wirklich bestäuben. Und somit muss man praktisch die Älteren hinterher bestäuben mit den Jüngeren. Beziehungsweise gut wäre es, wenn man noch ein anderes Exemplar dabei hätte. Aber so, ihr seht, da sind die kleinen neuen. Ganz wunderbar. Ganz toll. Und ich freue mich schon, wenn ich mal wirklich die Früchte habe. Der ist jetzt so ungefähr, ja, 1,55 hoch, würde ich mal sagen. So, meine Riesenrose. Dahinter der Kirschbaum. Und jetzt nehme ich euch mit. Es war heute Nacht sehr kalt, kurz vorm Gefrierpunkt. Und ich hatte gestern nicht mehr die Zeit draußen abzudecken und zeige ich euch gleich. So, hier seht ihr noch mal meine Knoblauchrauke natürlich und die werde ich auch gleich noch mal pflücken, weil die wird ja dann in meinem wunderschönen Salz Verwendung finden. Und guck mal, das ist eine Pflanze, das ist natürlich eine Prachtpflanze, ne? Sieht man selten mit so großen ausgeprägten Blättern und am Anfang denkt man, das ist überhaupt keine Knoblauchrauke, aber jetzt seht ihr die frischen Triebe, die hier rauskommen, ne? Und die Spitzen. Es ist wirklich eine. Ja, hier kommt der Flieder.
Der Rosane freue ich mich auch schon. Und dann nehme ich euch jetzt wieder mit. Seht ihr, ist alles ein bisschen wild noch. Hier ist das Seifenkraut auch. Und ich möchte auch ein bisschen mit den Gänseblümchen und der Storchenschnabel. Und hier kommt die Marguerite. Und es ist auch so ein bisschen Blumenwiese, was erhalten soll. Na, also da wird jetzt nicht. Ach hier, Gundelmann, der Gundermann. Riecht ein bisschen streng, ist auch nicht so unbedingt etwas, was ich ganz gerne mag, aber es gibt Leute, die machen das mit Schokolade als Süßigkeit und das wollte ich eigentlich auch mal ausprobieren, aber ganz so viel habe ich nicht im Garten davon. Hier haben wir noch schöne frischen Löwenzahn und den älteren und dann knupse ich eigentlich immer die Blüten, die verblüht sind, ab und auch die Blätter und dann kommt immer wieder Frisches und neu und auch der wird ja Verwendung finden in meinem Salz. Und hier bei. Oh, mein Kater hat gerade was entdeckt. Irgendwas ist da und da will er mal schauen. Und hier sieht er die Vogelmirre. Könnt ihr es so erkennen, hoffentlich. Alles voll. Das erste Mal dieses Jahr. Ich habe keine Ahnung, ob da vielleicht was drin war beim Vogelfutter im Herbst, weil hier hatte ich die eigentlich noch nie so viel auf dem Rasen. Aber man sagt ja immer, das was wächst, das braucht man. Und da ist ja auch viel Vitamin C drin und noch viele andere Sachen. Schauen wir mal. Da ist der Storchenschnabel unter anderem wieder mit dabei. Und ha, ein Bienchen. Willkommen. Und es ist ja auch schon schön warm. So, und hier zwischen seht ihr schon, ist das Klettenlaberkraut. Schaut mal hier. Das Frische kann man so essen. Ist gut für die Lymphe, für die Nieren unter anderem. Und das klebt halt an den Händen gut fest. Ne? Guck mal. So brauche ich ja nichts tun. Bleibt schön kleben. Und das gibt es ja mit gelben Blüten. Früher hat man mal gesagt, das ist das wahre. Und dann gibt es das mit weißen Blüten. So, und hier drumherum um meinen Kirschbaum ist alles voll. Und dem Anderschein nach brauche ich das wohl sehr. So, und dann seht ihr, hier, überall wächst es. Auch zum Zaun hin. Das sieht natürlich ziemlich unordentlich aus. Aber da ich das dann ja abschneiden werde und auch mit in mein Salz geben werde und natürlich auch Tee von mache und das ein bisschen frisch esse, ist mir das egal, weil das hier ist so ein bisschen schon die Naturecke. Könnt ihr sehen, die ganze Knoblauchrauke. Wunderbar. Und dann freue ich mich drauf. Ich nehme euch noch mal. Ach, hier ist die Zitronenmelisse noch mal dazwischen. Hier in dem hinteren Teil sitzt einfach keiner. Da kann ich das mal so lassen, wie ich das will. Und da das ja alles Heilkräuter sind, soll mal einer was sagen, ne? Ja, so habe ich euch mitgenommen. Und hier überall immer wieder dazwischen ist der Storchenschnabel. Und auch den kann man ja essen. Da gibt es ja auch ganz wunderbare Videos von den Kräuterweisen. Da könnt ihr immer mal ein bisschen schauen. Kann ich hinterher noch was zu erzählen? Jetzt wollte ich euch erstmal einfach ein kleines Bild noch von geben. Ach, guck mal, da ist der Storchenschnabel, die Blüte. Auch schön, ne? So seitlich sieht er, also wenn das dann abgeblüht ist, dann sieht es wirklich aus mit dem Samenstand, als wenn da wirklich ein Storchenschnabel wäre. Und in dem Zustand, wie es jetzt ist, ist es ja auch schon ähnlich. Ne? So, wenn es eingestellt ist. Zum Glück wächst auch noch Giersch dazwischen, den ich mir hole. Und jetzt will ich natürlich auf, schaut mal, der Waldmeister, alles wunderbar. Das macht immer Freude einfach, wenn man hier lang geht. Und hier habe ich meine andere Powwow. Das ist eigentlich das Gegenstück. Damit ich die Blüten befruchten kann, habe ich euch eben gezeigt. Aber der Baum ist bei weitem noch nicht so weit. Das heißt, es wird nicht so wirklich funktionieren. Eigentlich heißt es, sie brauchen keinen zweiten, um Fruchtstände zu bilden.
Schauen wir mal, denn da sich ja alles ein bisschen ändert vom Klima, kommen vielleicht ja hier auch noch vielleicht kommen ja hier auch Insekten, die dann den Duft dieser Asinina triloba, der Indianerbanane, mögen. Und dass ich mir dann keine Mühe geben muss mit dem Pinselchen. Heute sind sie unterwegs, die Bienchen. Da freue ich mich sehr, obwohl es so kalt war. Aber die müssen ja auch, ne, zulegen. Und die Vögelchen brauchen ja auch zu fressen. Und ja, also hier seht ihr meine Gänseblümchen. Und davon werden auch ein paar in meinem Salz landen. Und dann sind schon welche natürlich in meinem Kräuterbitter drin. Also ich habe hier von meinem Garten von allem, was so ist, habe ich, was man essen kann, ne, was als Heilpflanze gilt, habe ich halt soweit alles selber im 38-prozentigen Korn, immer einen kleinen Teil hineingetan. Und das habe ich euch schon mal gezeigt, das zeige ich euch dann aber auch nochmal. Und das ist dann mein eigener Kräuterbitter oder wie man ihn auch immer nennen mag. Und da habe ich ja dann ganz klar ein bisschen Waldmeister getrockneten reingemacht. Der wird dann nach Waldmeister schmecken. Und hier habt ihr die, seht ihr die Schafgarbe? Die Schafgarbe und der Boric, der macht sich da breit. Seht ihr, der hat sich jetzt bis hierhin gemacht. Ich zeige euch gleich, der ist vorne sehr, sehr vertreten. Eine ganz, ganz tolle Bienenweide, muss man sagen. So, und jetzt will ich mal nach meinem Zistus gucken. Die hatte ich nämlich erst letzte Woche eingepflanzt. Und er sieht noch ganz gut aus, der Zistus. Zeige ich euch mal hier. Ja, und heute Nacht war es wirklich sehr kalt und ich bin gestern Abend erst spät hochgekommen und dann war es schon nach 10 und ich hatte auch keine Lust, nochmal eine Tüte drüber zu stülpen. Im Moment habe ich sonst immer die Tüte drüber gestülpt. Ja, hier wird das Mutterkraut kommen. Das Mutterkraut ist ja auch gut bei Migräne, Kopfschmerzen unter anderem. Und hier ist mein wilder Majoran. Das ist auch eine Bienenweide, wird ganz wunderbar. Und dazwischen, oh, da seht ihr, da ist ein wilder, eine wilde Brombeere mit den Stacheln. Und eigentlich habe ich die gepflanzt ohne Stacheln. Dahinter seht ihr, sind die Stängel ohne Stacheln. Und ja, ab und zu kommt das Wilde doch immer wieder durch, das Natürliche. Und ich wollte ja mal probieren eigentlich, ob die Brombeeren von den Wilden mit den Dornen also wieder besser schmecken wie die ohne, weil es sind ja Züchtungen. Keine Ahnung, ob ich das mache. Wenn, dann teile ich euch das mal mit. So. Hier überall. Oh, guck mal, mein Wein treibt aus, aber ganz schön schon. Also, seht ihr die Blätter? Das ist der Wein. Und hier muss ich wirklich, wow, muss ich jetzt wieder beginnen. Da hatte ich durch den Wind alles runtergerankt. Da muss ich unbedingt wieder hochranken. Aber schaut mal, hier sind schon die Weintrauben im Ansatz. Erstaunlich, oder? Es geht dieses Jahr aber flotti, muss ich jetzt mal sagen. Also hier ist noch kein Ansatz. Ach, hier, guck mal, hier ist ein wunderbarer Ansatz. Ja, schön. Na, da freue ich mich aber drauf. So. Hier dazwischen seht ihr wieder den Giersch, das Fünffingerkraut dazwischen, beziehungsweise auch da wieder die Knoblauchrauke. Und wie gut, also wenn ihr die Knoblauchrauke habt, dann braucht ihr keine Angst haben, dass ihr riecht, aber ihr habt den Geschmack. Man soll die eigentlich frisch essen, die Knoblauchrauke, aber ich mache sie mir trotzdem mit ins Salz rein. Da freue ich mich schon sehr drauf. Dann habe ich meinen Jahresvorrat an Salz. Hier habe ich die Zitronenverbene. Und der scheint es auch noch ganz gut zu gehen. Und das ist ja auch. Also zum Aufbrühen, Baden, Genießen. Für Tee, Badezusatz. Zum so essen. Und wenn ihr im Sommer einfach dran reibt oder auch jetzt, ihr müsst nur an die Pflanze kommen, so, dann. Ach, habt ihr schon den wahnsinnstollen Zitronenverbenengeruch? Und die ist getrocknet genauso schön und die nehme ich auch mal mit an die Arbeit. Und dann lasse ich immer mal
meine Bewohner dran reiben und riechen und manche nehmen sich das dann als Parfüm und ne, so unterhalb der Ohren reiben die sich das dann ein bisschen ein oder an Handgelenken und ich sag euch ganz toll, die soll schön groß werden. Ich hoffe, deswegen habe ich sie eingepflanzt. Mal sehen, wie es ihr damit geht. Ein Tee damit ist auch ganz wunderbar und die habe ich ein bisschen aufgeteilt. Hier habe ich die auch noch mal. Das sind die Zitronen und da hatte ich mal eine Orangenverbene. Da ist sie das gute Stück. Und schaut mal, da kommt die erste Blüte. Damit hätte ich jetzt überhaupt noch nicht gerechnet. Also das scheint von einer alten Pflanze ein Abkömmling zu sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und deshalb fängt die wohl jetzt schon an zu blühen, weil ich hatte schon öfter in den Jahren Verbenen auch mal in Blumentöpfen drin, oben in den Kästen, aber da hat die zu wenig Platz gehabt, da ist sie nicht wirklich groß geworden. Aber ich hatte noch nie eine Blüte dran. Zeige ich euch nochmal so, wie man das so sieht, keine Ahnung, ne? Wo bist du? Da. Mal schauen, wie die so wird. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Ja, dann habe ich natürlich noch den Borage, wollte ich euch zeigen. Muss gucken, mit der Zeit kommt man schlecht hin manchmal, wenn man im Garten so rumstraucht. So, da ist er. Und war ja früher immer viel auch in der grünen Soße drin und durfte dann ja nicht mehr so drin sein. Da gab es ja so ein Eklat von wegen krebserregend. Aber stand ja nicht da viel dabei, wie viel. War früher immer in der grünen Soße drin und hat uns überhaupt nichts ausgemacht. Ne? Wie so ein paar andere Sachen auch. Da fragt man sich, was ist da los? Hier kommen meine Malven. Die werden wirklich sehr, sehr, sehr groß und tolle Blumenweiden. Mein Lavendel. Auch die Malve. Aber die Blumen zeige ich euch mal später. Das ging jetzt darum auch dazwischen. Wenn ihr da schaut, dazwischen ist überall der Borage schon. Der macht sich also komplett breit. Das macht aber nichts, weil das ist ja auch eine wunderbare Heilpflanze. Und da werde ich auch ein paar Blätter von verarbeiten. Die kommen dann auch mit in meinen Salz rein und natürlich auch in meinen Kräuterschnaps rein. Ganz klar. Und diesen Borage lieben die Bienen. Und da mein Garten fast nur aus blühenden und duftenden Kräutern oder sowas besteht, eben einfach, was die Bienen mögen, ist ganz klar, dass ich den natürlich nicht ausreiße. Ups, sondern den lasse ich. Hier habe ich auch nochmal die Malve, also ich werde wunderbare, viele Malmblüten wieder haben. Und hier zwischen seht ihr, wie groß der Gier schon geworden ist. Das heißt, den muss ich als nächstes unbedingt pflücken. Und der ist dann natürlich schon ein bisschen bitterer und schmeckt nicht mehr so schön frisch nach Petersilie und Möhrchen, wie das der Kleine tut, die frischen, die ich immer, deswegen mache ich die Großen immer ab und dann dürfen die Kleinen nachwachsen. Und guck mal, die sind natürlich am frischesten, ne? Die schmecken natürlich am besten, diese Kleinen da. Oder hier gerade aufgegangen dazwischen. Und auch hier hat sich der Storchenschnabel wieder versät. Und man sagt, die Samen können bis zu 2 Meter hüpfen. Also deswegen wundert man sich nicht, dass die überall rauskommen. Hier habe ich auch nochmal meine Malve. Und dann werde ich euch natürlich zeigen, wenn meine Remblerrose hier wieder blüht und die anderen auch. Davon hatte ich euch ja die ersten Bilder gezeigt. Das waren ja die ersten Videos letztes Jahr. Beziehungsweise vom letzten Jahr. Und ja. Schauen wir mal. So wie ihr seht, habe ich überall meinen Farn dazwischen. Und ich liebe das einfach, wenn der Farn dann aufgeht und seine richtige Größe hat. Das hier waren so besondere Erdbeeren. Muss ich sagen, die hatte ich mal mir im Internet bestellt gehabt und das waren die sollten so ein bisschen wie nach Kokos auch ein bisschen schmecken. Und dieses Jahr, schauen wir mal. Habe ich schon ein paar Jahre, haben sich dann sehr gut versät, aber irgendwie nie große Erdbeeren besonders gegeben. Aber war ich auch ein bisschen faul beim Düngen, ein bisschen faul und da habe ich jetzt viel mit Brennnesselsud gemacht. Deswegen schauen wir mal, wie es denen so geht. Ja, das war der kurze Rundgang und ich zeige euch jetzt nochmal im Verhältnis vom Sonnenschirm und den Stühlen, wie groß doch meine Rosen sind, ne? Dass ihr das mal ein bisschen
einschätzen könnt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, da es dieses Jahr so trocken war, ist meine Pfingstrose nur die Hälfte von dem, was sie sonst ist. Und freue ich mich aber trotzdem drüber, ne? Und hier habe ich nochmal die Zitronenverbene in die volle Sonne gestellt, auch. Und an verschiedenen Standorten und will einfach mal gucken, wie macht die sich so, wo gefällt sie am besten. Aber das kann ja auch von Jahr zu Jahr verschieden sein. Ja, alles andere zeige ich euch mal beim nächsten Mal, wie weit wir sind. Jetzt muss ich erstmal aufhören, das ist schon wieder viel zu lange. Aber ich hoffe, der kleine Rundgang hat euch gefallen. Und vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen, der in meiner Nähe wohnt, irgendwann mal zu den Meditationen oder auch zum gemütlichen Plausch, wenn ich mein Lädchen zwischendurch aufhabe. Ja, so in diesem Sinne verabschiede ich mich mit den schönen Bildern vom Garten. Lasst es euch gut gehen und zu dem Labkraut erzähle ich dann nachher noch was. Tschüss.